Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3 für die Wii U. Ja, wie ihr seht, wir sind immer noch hier im Inneren der Geth-Matrix. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Und anscheinend müssen wir noch weitere von diesen Erinnerungsdatenbanken, Clustern, wie auch immer, freischalten. Also mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Okay, in die Richtung. Da ist das nächste Datencluster. Ah, da steht er ja. Hallo, mein Freund. Das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Rannoch. Die Australis ist abgestürzt. Greifen Sie die Gäste nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Ach, hier. Die Gäste stellen die Verfolgung 100 Klicks von Rannoch entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das geschieht nicht jetzt? Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment. Die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion, das war, als ich Sie auf der Normandy aktiviert habe. Ja. Sie dachten an unser erstes Treffen? Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Sie halten das noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Juhu, und es geht weiter. Schalten sich gerade ab. Ihre Jägerstaffeln sind außer Betrieb. Wir orten in ihren Schiffen keine aktiven Programme mehr. Admiral Hangarrels Flotte treibt sie zurück. Die Lebensschiffe sind sicher, Commander. Gut. System ist etwas geschafft. Hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Sie müssen zum Ausgangsport und... Ja? Sprich dich aus. Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Guten Morgen, Sonnenschein. Sind Sie okay, Commander? Hat's geklappt? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was? Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Und warum verschweigen? Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Ja, das kann ich verstehen. Der Schöpfer hat ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Das kann ich nachvollziehen. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte.
Sie akzeptieren unser Handeln? Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass Sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Erinnern Sie mich, Admiral Hackett, zu warnen, dass ich Kommando Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Kommando Geth, das sind die, die am schwersten klein zu kriegen sind. Und die haben wir jetzt auf unserer Seite. Schön, schön. Allerdings wird das gleich ein bisschen Ärger geben, garantiert mit den Admirälen. Und nicht nur mit den Quarianer-Admirälen. Kann ich mir vorstellen. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Sein Ende. Nö, ich glaube, das reicht, wenn die mir einfach so folgen. Da braucht nichts untersucht werden. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Das ist aber nicht ihre Entscheidung. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth schützen. Also natürlich werden wir Tali unterstützen. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Gut, dann schauen wir nochmal, ob die hier was zu sagen haben. Die Daten über die Geth, die sie uns geschickt haben, waren beunruhigend. Sie passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Ändern Sie Ihre Meinung? Haben Sie Zweifel bezüglich der Geth? Admirals können sich den Luxus, Zweifel zu haben, nicht leisten. Was brauchen Sie? Tja, nö, eigentlich nix. Wir wollten einfach nur ein bisschen quatschen. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie der Zwischenstand aussieht bei unseren Bemühungen, das Universum zu ein. Ja, das Minimum haben wir weit überschritten. Jetzt gucken wir mal, wir haben da neue Aliens. Wir haben Zitadell, Verteidigungsstreitmacht. Okay, bei der Allianz haben wir was dazu bekommen. Die 103. Division. Arcturus Division. Freiwilligenarmee. Und die Geth, das ist natürlich richtig toll. Das Geth-Kommandozug und Quarianer. Wobei wir haben jetzt mehr Geth bekommen als Quarianer. Weil da haben wir bis jetzt nur den Admiral bekommen. Aber immerhin, der steht uns schon mal zur Verfügung. Und vielleicht ja bald auch ein bisschen mehr von denen. So. Aber wieder zurück. Die nächste Mission und zwar das Finale oder nicht Finale, aber die entscheidende Schlacht gegen die Geth oder für die Geth, gegen die Quarianer oder für die Quarianer steht es an. Danke, die werden wir jetzt auch mal kurz checken. Status-Update 314.20R. Ungültige Extranet-Domain. Geth-Programm im Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass Shepard Commander Runtime-Update über Plattformstatus erhält. Wie wird durchgeführt? Fragliche Plattformen befinden sich in Server 02241-14511, stationiert auf Rogna.
Streitkräfte der Schöpfung verhindern, der Schöpfer verhindern Transfer der Plattform auf Geth Transportschiff. Einstellung des Schöpfer-Geth-Konfliktes erforderlich, um Shepard, Commander und ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Update des Konfliktstatus. Okay. Dann geht's mal weiter. Ja, und damit bleibt ja nur noch hier die Reaper-Basis zu zerstören. Was, ja, mehr oder weniger den Konflikt zwischen Geth und Reapern beenden sollte. Den jahrhundertealten Krieg. Mal gucken, wie es ausgeht. Tali müssen wir mitnehmen. Ich würde sagen, da es um KIs diesmal geht, nehmen wir gleich eine KI mit. Einfach so ein bisschen neutraler Punkt, Beziehungspunkt haben. Das ist gar nicht schlecht. So, wen haben wir denn hier? Shepard. Edie? Wo ist meine Pistole hin? Achso, die habe ich jetzt gar nicht mehr, weil ich die komische Pistole vorher ganz weit hatte. Nehmen wir mal die Bloodpack Punisher. Okay, modifizieren. Ultra leichtes Magazin verringert das Gewicht der Waffe um 60%. Erhöht die Projektile pro Magazin um 40. Erhöhter Schaden. Erhöhter Schaden. So. Oh, und 6 Punkte. Gut. Da würde ich sagen, Kyro-Magazin. Oder? Nova. Ziehen. Kyro-Magazin. Ja. So. Und. Ja, nehmen wir noch das Ziehen. Kann man auch immer gebrauchen. Und jetzt die anderen beiden. Die haben noch gar keine Punkte gekriegt, weil wir die auch noch nie mitgenommen haben. Deshalb ist es so eine kleine Premiere diesmal. Und du kannst auch noch was erteilen. Perfekt. Bestätigen. Und ab in den Kampf. Oder zumindest mal, wo was noch innerhalb der Folge übrig ist. Ja, 80% des Spiels macht eindeutig die Ladebildschirme aus. Der Sync-Laser braucht Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Und Sie? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. Das können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich vertraue dir. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Ich bin besorgt, weil Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Sie haben unsere Wiederherstellung von Geth-Intelligenzen aus dem Server toleriert. Aber das hier ist etwas anderes. Etwas Persönliches. Sie haben sich geschämt. Scham ist eine emotionale oder kognitive Reaktion auf gesellschaftliche Werturteile. Sie spielt hier keine Rolle. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Wie konnte es nur so weit kommen? Die Geth sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind Sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Ja. Legion. Viel Glück. Bestätigt. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen, darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Jetzt tu mal nicht so überrascht, du warst vor 2 Missionen schon hier.
als wir den Admiral gerettet haben. Aber okay, du kannst dich natürlich nicht dran erinnern, weil irgendjemand das Drehbuch so komisch geschrieben hat. Und sie werden es wieder tun. Wenn wir fertig sind, können sie ein neues schreiben. Das ist Drannoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Dieser Tag scheint heute zu sein. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich das wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Was für eine Geste. Immerhin ein Anfang. So, dann müssen wir uns aber noch mal ein bisschen durchkämpfen, bevor Talia hier ihr neues Häuschen bauen kann. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause und kämpfen uns aber in der nächsten Folge zu Talias neuem Grund und Boden. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.